Ey, siehst du diese Berge da hinten? Da kann man hingehen. Ist das der Unterberg, wo der greise König wohnt? Sozusagen. Da wohnt ein Yeti, glaube ich, so wie das da aussieht. Ja, so den weiß ich. Eisberg, oh, glaube ich. Cool. Ich glaube, Gengo weiß sogar, wovon ich rede. Der hat das neulich mal gegoogelt. Ja, klar, Unterberg. Ja, es gibt irgendwo in Deutschland gibt es einen Berg, da sitzt irgendwie König Karl oder so drin. Und wenn die Raben aufhören, um den Berg zu fliegen, dann kommt der raus und erobert Deutschland zurück oder so. Ich wünschte, wir hätten eine richtig gefährliche Kreatur in Deutschland. Godzilla. Und wir können nichts dagegen tun, egal mit welchen Waffen. Klingt nach Godzilla. Das klingt schon nach Godzilla, ja. Und dann der kommt alle ein paar hundert Jahre mal raus. Das klingt nach Deutschzilla. Er versucht immer noch Godzilla zu beschreiben, oder? Daniel, ich Der deutsche Godzilla misst deinen Garten aus und wenn er zu klein ist oder was auch immer, dann... tritt er mit dem Fuß drauf. Wird jetzt größer gemacht. Haben Sie eine Genehmigung dafür, Sir? Haben Sie eine Genehmigung dafür, so groß zu sein? Das ist ein gutes Argument. Haben Sie Genehmigung dafür, so groß zu sein? Alter, du musst einfach Steuern zahlen, weil du zu groß bist. Riesensteuern. Und mehr Ressourcen verbrauchst. Ja, verbrauchst du als Riese wahrscheinlich. Hast du mal Paul Bunyan gesehen? Hast du gesehen, wie viele Pfannkuchen der essen kann? Man sagt immer, wo es lecker schmeckt, aber nicht zu lecker. Du willst deine Ansprüche ja gering halten. Irgendwie habe ich das nicht vernünftig aktiviert, glaube ich. Hat Willen Bowser jetzt schon wieder? Der war doch vorhin erst hier. Wie so ein nerviger Türvertreter. Ich glaube, das Gefährlichste, was du in Deutschland in einem Wald treffen kannst, Daniel, ist ein Wiesand oder so. Ich glaub, gefährlicher wird es nicht mehr. Ein Wiesand. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ich habe an ein Wildschwein gedacht. Ich dachte, das wäre das Gefährlichste. Wiesand. Ein Wiesand ist sowas wie eine große Kuh. Eine große Waldkuh, Daniel. Oh, ich seh's. Okay. Okay. Oh. Also, ja, aber stell dir vor, du bist im Wald und begegnest dann dem Ding. Das ist, Aber eigentlich denke ich, das Gefährlichste, was man im Wald treffen kann, ist ein deutscher Bigfoot. Der Dickfoot. Ja, Dickfoot. Der Dickfoot, der badet in dem Wasser, das ihr trinkt. Weed Berries! Ich hasse es, wenn Leute in dem Wasser baden, das ich trinken will. Ja, ist immer nervig im Freibad. Wieso? Das ist Chlorwasser, Daniel, trinkt das nicht. Aber schmeckt doch so gut. Bist du ein häufiger Freibadgänger, Daniel? Nein, das war ich früher, aber jetzt schäme ich mich. Die Gesellschaft zwingt dich zu schämen, Daniel. Du stehst drüber. Das ist wahr. Ich würde gerne ins Freibad eigentlich. Ja gut, jetzt aktuell ist das Wetter nicht so dafür da, aber... Also was Komisches zu sagen, weil wir Mitte Juli haben, passt eigentlich Anfang Juli, aber wenn das Video rauskommt, ist es Mitte Juli wahrscheinlich. Und ja. Warum liebt ihr so, Sachen zu daten? Das lässt mich immer so aussehen, als würde ich Sachen ewig nicht hochladen. Geht mir sehr auf die Nerven. Ich finde das nicht schlimm. Was heißt, du findest es nicht schlimm? Ich find's ja schlimm. Ich habe ja keine, ich habe nichts Genaues gesagt. Hast du irgendwas von Juli erzählt? Wir haben nicht ein paar im Juli aufgenommen. Juli. Ich habe doch Juli gesagt. Juli. Jule Club. Ach, kann ich da hochklettern? Ich weiß nicht, irgendwie gibt er mir nichts, was ich... Ja, jetzt gibt er mir mal wieder was, mit dem ich ihn abwerfen kann. Ich frag mich, warum Mario ihn in dieser Form nicht einfach den Kopf abreißt. Das wäre Nintendo zu brutal. Aber er könnte es wahrscheinlich. Daniel, hättest du gerne einen NES Mini? Diesen Pfahl durch den Kopf stecken, wie ein Wind Waker. Das haben sich da nämlich getraut. Zelda-Spiele kommen mit mehr durch. Ich habe neulich mal das
den SNES-Teil angespielt, da ist Links Onkel einfach gestorben. Ja, aber er lebt am Ende wieder. Ja, Spoiler, danke. Das ist zurückgewünscht wird. Ja gut, ja, das... Ja. Auch mal unter Pott war irgendwie aber sehr episch. Da waren sie so, oh, es ist eine alte Legende, erzählt davon, dass Hyrule und so. So werden Legenden übermittelt. Das ist deine Lieblingslegende, Daniel. Das ist die von Beowulf. Vermutlich. Erzähl mir davon. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass so einen schlechten wie heißt diesen Animationsteam, mit dem sie auch Polar Express und den Shit gemacht haben? CGI. Nicht CGI, Gengo, du weißt, was das Motion ist. Motion Capture. Motion Capture, danke. Ja, der Film sieht absolut schrecklich aus, darüber haben sie sich im Chip und Chap Movie lustig gemacht. Der Film, der Chip und Chap Film ist okay, der Beowulf Film sieht halt aus wie Arsch, aber Sam Eccles hatte irgendwie da seine Phase, wo er war, wir müssen ab sofort alles mit, wir müssen Animationen so realistisch wie möglich machen, auch wenn es dadurch absolut jeglichen Charme verliert und so, nee, das muss alles super realistisch aussehen. Wie Videospiele. Ich weiß es gerade nicht, ich habe es nicht ganz so 100% im Kopf, aber ich glaube, der Tim und Struppi-Film in diesem. Ja, das war doch auch so ein 3D-Stil. Aber ich glaube, sah es gut aus eigentlich. Ich weiß nicht. Ich würde gerne wieder 9 gucken. Mit Tim und Struppi-Film? 9. Der ist in der Mache. Einfach nur 9, Raki. Du willst einfach nur 9 Film gucken. Ja. Daniel schaut nein, nie Filme. 9. Den letzten Film, den Daniel gesehen hat, der neu war, war, keine Ahnung. Dann kam der Mario Bros. Film in die Kinos. Da war er nicht lange im Kino. Nee, stimmt, den hat er nicht im Kino gesehen. Der letzte neue Film, den ich gesehen habe, das war Aquaman 2 im Dezember irgendwann. Warum hast du nicht einen guten Film gesehen? Ich fand den Film eigentlich gut, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob das kontrovers ist oder so, aber... Ja, ich hab keine Ahnung, ich hab ihn nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass er nicht gut war. Nochmal 10 sammeln. Wieso regnet es jetzt direkt wieder? Den Dämon gerade erst wieder verbannt. Das ist doch so eine... Das ist der Todbringer. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist so das Viech aus Skyward Sword. Die Welt sieht hier so ein bisschen aus wie das Finale davon. Wegen dem Wasser. Ja. Aber ich fand das war eine coole Kulisse. Es ist einfach nur ja, das ist auch du, cool. Er und das ewige Nichts mit Wasser. Das klang gerade wie eine Werbung von einem Reisebüro. Von irgendeinem Reisebüro-Gewinnspiel. Ich, du und deine 5 besten Freunde zusammen auf einer Insel. Wir machen Urlaub. Dass er einfach durch diesen Felsen speien kann, finde ich unfair. Das finde ich unfair. Dani, ich habe dich vorhin was gefragt und du hast mir gar nicht geantwortet. Hast du? Was ist deine Meinung zum NES Mini? Zum NES Mini? Würdest du Gengo einen empfehlen? Nein. Oh, okay. Was soll ich sagen? Keine Ahnung, ich habe einen NES Mini, aber ich weiß nicht. Ich habe auch einen. Wahrscheinlich fand ich einfach diesen Gedanken lustig, weil, keine Ahnung, den habe ich, glaube ich, 2020 gekauft und da war die halt schon nirgendwo mehr erhältlich und ich habe die im Laden gesehen und ich dachte mir, jetzt oder nie. Ich habe den auch ein bisschen später gekauft. Also, weißt du, ich dachte mir damals, Alter, da habe ich ja noch Let's Play eigentlich zu der Zeit, dass ich mir, Alter, das ist da damit die Content-Offensive, die guten NES-Spiele kann ich dann alle spielen. Ich habe sogar Ich habe den tatsächlich benutzt für ein paar Spiele. Ich habe Mega Man 2 drauf gespielt, Mario Bros. Mega Man 2? Zelda 1. Mega Man 2. Hast du nicht so eine komische Affinität irgendwie zum ersten Zelda-Spiel? Ja, ich mag das. Ja, du findest es besser, als jemand finden würde. Wenn du es kennst, macht es Spaß. Du weißt ja, wo alles ist, grob. Du musst nicht immer mit einem Guide spielen. Deswegen bist du auch Tunic-Fan. Deswegen mag ich auch Tunic, ja. Weil das auch keinen Spaß macht. Ich
hasse dich. Soweit wie ich es gespielt habe, machst du keinen Spaß. Ja, okay. Ich weiß nicht. Ich mag es mit dem NES-Controller zu spielen. Ich glaube, das ist einer der schrecklichsten Controller, die so existieren, Daniel. Würde ich echt nicht zu. Kann wahrscheinlich auch daran liegen, dass ich halt kleine Hände habe und. Weiß nicht. Ja, aber ist es, als würdest du mit einem Ziegelstein ein Videospiel spielen oder mit einem Block Butter oder so? Überhaupt wenn nicht. Wenn er so gut ist, Daniel, warum wird er dann heute nicht mehr benutzt? Ja, warum haben die Controller sich weiterentwickelt, wenn er so gut ist? Hm? Weil er nur 5 Tasten hat. Siehst du? Ja. Ja, aber für die Spiele reicht es doch. Für Donkey Kong reicht sowas. Ich hätte wahrscheinlich auch lieber ein SNES Mini gehabt. Das habe ich auch lange im Laden gesehen, aber da habe ich aus irgendeinem Grund gekniffen. Also ich habe nie einen Fehler, wie es sich herausstellt. Ja, kein Fehler. Ja. Du kannst das ja auch mit Switch Online einfach spielen. Ja, aber ich weiß nicht. Oder ich hole mir einfach den Controller dafür. Ich habe keinen vernünftigen 2D-Controller. Ich habe nur ein Mega Drive Pads, aber. Mega Drive ist auch ein guter 2D-Controller. Ich finde den. Ja, ich mag ihn auch, aber ich kann damit nicht alles benutzen. Das kannst du damit nicht benutzen. SNES-Spiel. Ja, wie willst du ja auch nicht spielen? Wenn ich einen SNES-Controller hätte, dann kann ich damit auch Mega Drive-Spiele spielen, aber du kannst es nicht andersrum. Ich hab auch einen Mega Drive Mini. Es hat an sich ein paar nette Spiele gehabt, aber ich hab. Keine Ahnung, man benutzt diese Mini-Konsole nicht so viel, weil man sich halt immer denkt, jetzt muss ich die anschließen, jetzt muss ich ein Spiel starten und das ist so viel Arbeit. Dann hast du noch sowas wie den fucking NES-Controller, der hat nicht mal einen Menü-Button auf dem Controller selbst, du musst das an der Konsole drücken jedes Mal, wenn du wieder ins Menü zurück und ein anderes Spiel spielen willst. Und das ist die Daniel-Erfahrung. Du musst ja sowieso direkt vor dem Bildschirm sitzen, so kurz wie das Kabel von dem Ding ist. Ah, shit! Ja, wollte ich gerade sagen, man sitzt doch eh direkt davor. Ja, aber das sollte kein Feature. Ja, tu ich doch nicht. Ich wollte es gerade kritisieren. Mhm. Raki ist Meister darin, zu gaslighten. Ja. Ich mag es, Laternen anzuzünden. Eben, sag ich doch. Ist immer schön, wenn ich dran vorbeigehe an deinem Haus. Ja, das ist leider ein Job, der ausgestorben ist. Also niemand geht heute Laternen mehr rum und zündet Laternen an, ja. Stell ich mir chillig vor, so am Tja. Abend. Ja, so das kalt. Ist der erste Job, den die künstliche Intelligenz übernommen hat. Ah, KI macht mich aktuell so sauer. Warte mal auf Facebook. Nur aktuell? Nee, allgemein. Ich war nicht auf Facebook, aber ich bekomme das durch YouTube-Videos und so mit. Scheinbar ist Facebook jetzt von der KI schon so übernommen worden. Facebook, ich habe verstanden, warte mal auf einer Expo. Das ist eine Expo? Halt so eine Veranstaltung, wo sowas gezeigt wird. Vielleicht auf der Arschpo oder so, ja. Aha. Ja. Nee, Facebook wird anscheinend gerade überschwemmt von so AI-generiertem Stuff und die Leute sind da alle zu alt und zu dumm, um es zu verstehen. Ja, das glaube ich aber schon seit einer Weile so. Es sind halt irgendwelche AI-generierten Bilder und die Leute sind so, oh, du tust mir ja voll leid, dass deine mit deinen 6 Fingern und so. Ich glaube, das muss ich mir mal anschauen. Ja, da gibt es einige lustige Videos drüber, also die glauben jeden Bullshit da gefühlt. Ich hatte mal sowas gesehen mit, da war Merkel und noch irgendjemand und die haben über, das war halt auch AI generiert und die haben über Dönerpreise geredet. Da war auch in den Kommentaren irgendwie so, es gibt auch wohl Wichtigeres oder irgendwie sowas. Ja, manche Leute sind halt wirklich zu Marke, sie davon, was könnte wichtiger sein als oder zu dumm, um sowas zu verstehen. Ja, es ist, keine Ahnung. Du weißt ja nicht, man weiß ja nie, was man machen soll. Ja, aber das die sind so hilflos, weil zu viele davon sind. Ja, es ist ein ganz populäres Beispiel, das ich halt in einem Video gesehen habe, waren halt solche patriotischen Sachen. Halt irgendwie so ein amerikafarbener Truck, der super viele amerikanische Flaggen geladen hat und die dann liefert, während er auf der falschen Fahrbahn fährt und 25 Achsen hat und ihr wisst, wie KI-generierte Bilder aussehen. Die werden auch geführt immer schlechter, weil ich habe gehört, scheinbar greifen jetzt KIs greifen auf KI-generierte Bilder zurück. Das heißt, es ist einfach nur ein super seltsamer Clusterfuck, weil KI-generierte Bilder werden mit KI-generierten Bildern generiert und dadurch
denken die halt. Ich gar nicht gedacht, dass das passieren kann. Ja, die greifen ja einfach auf Kram im Internet zu. Die achten ja nicht drauf, ob es von der KI gemacht wurde oder nicht. Und ja, dann entsteht halt absoluter Bullshit. Deswegen werden die Bilder gefühlt immer schlechter, weil die halt. Die denken, okay, was, Mensch, wie war das normal? Das Internet sagt 15 Finger in jeder Hand, 3 Augen, keine Zähne. Und es ist, wisst ihr, ich nutze ja Pixabay manchmal, wenn ich irgendwie Bilder brauche für Videos und so. Da geht's mir auch so auf den Sack, wie die ganze Plattform mit AI-Bildern überspült wird. Oh. Ja. Du kannst einfach, auf jeder Seite, jede Page ist gefühlt zur Hälfte irgendwelche super hässlichen AI-Bilder. Du willst den Scheiß auch nicht benutzen, du willst es nicht unterstützen, weil es ist halt Bullshit. Kacke. Aber es wird ja die ganze Zeit irgendwie so aufgezwungen. Es ist ja auch, keine Ahnung. Kannst du mal nicht mehr ankommen. Ja, die klauen den Leuten ihre Jobs. Ist auch schon bei Google oder Pinterest. So. Das ist Pinterest. Ja. Auch so eine Seite, wo du, glaube ich, Bilder hochladen kannst. Ja. Oder? Ja. Wo die KI-Bilder hochladen kann. Ist halt schon schrecklich. Leute sehen sich ja, es gibt ja wirklich Leute, die dann sagen, ich bin KI-Künstler, ich habe eine künstliche Intelligenz, der sage ich, macht Bild und dann verkaufe ich das an irgendeine dumme Firma. Und du bist eine dumme Firma, wenn du KI-Bilder kaufst, dann bist du ziemlich dumm, wenn du Leuten dafür Geld bezahlst. Ist Browser gerade auf mich draufgelatscht, was für ein dummer Pisser. Ich wünsch dir, dass du im nächsten Spiel auch KI generiert wirst. Oh Gott, bitte nicht. Nintendo muss Geld sparen. Die sind so beschäftigt damit, jedes Spiel für 60 Euro zu verkaufen. Kann ich hier irgendwo was kaputt machen mit dem Dummkopf? Der geht mir echt auf die Nerven gerade. da ist was. Das gibt Karma. Nö, es wird noch härter. Herr Bowser, komm rüber. Hier bin ich. Guck mal hier. Nee, es ist... Weißt du, wie ich es finden würde, wenn so ein Riesenmonster plötzlich so hoch springen kann? Dann würde ich mich als Mario, glaube ich, einscheißen. Fort. Daniel, was ist eigentlich heute los? Du willst so viel über irgendwelche großen Monster reden. Du kommst heute echt nicht von dem Kaiju-Thema weg. Ja, wir reden gerade über KI und wie sie die Zukunft ruinieren wird. Ja, Daniel, dann kann ich dir sagen, es gibt einen Haufen Medien, die du dazu anschauen kannst. Gigant aus dem All zum Beispiel. Daran hast du gedacht. Ich hätte ja. Oder du guckst Godzilla Minus One, wenn du einen guten Film sehen willst. Weil der Gigant aus dem All ist kein guter Film. Ich weiß nicht, ich hab den nie ganz gesehen. Ich hab immer irgendwann ausgeschaltet, wenn der Gigant ins All gegangen ist. Godzilla und King Kong muss ich sowieso nachholen. Ich habe einmal irgendeinen alten Godzilla-Film gesehen im Fernsehen mal, aber das ist lange her und ich bin mittendrin eingeschlafen auch, weil es lang ging. Ist der, wo Godzilla so drin war? Weiß ich gar nicht, es ist schwer zu sagen. Das war auf jeden Fall, ich dachte, ich wüsste es, weil ich habe halt gesagt, da hat halt so ein Riesenroboter-Godzilla mit dem echten Mecha-Godzilla. Ja, aber ich glaube, okay. Den gibt es doch überall, oder? Also fast überall. Es gibt auch Filme ohne ihn, also. Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall etwas älter, das hast du gemerkt an den Effekten und. An den Leuten in Anzügen. Ja. An den Leuten in ihren Strumpfhosen, die immer über den König gesprochen haben. Daran hast du es gemerkt. Die Szene, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, die war vor so einem Riesenaquarium irgendwie und da war scheinbar das Skelett von ihm oder irgendwas Godzilla. Anderes, vielleicht eine andere Kreatur, die ihm ähnlich sieht, aber nein, das war nicht cool. Ich weiß gar nicht mehr genau, das ist schwer zu sagen, aber Wie so ein Skelett ausstellen würden. Weißt du, das war wahrscheinlich, keine Ahnung, ob das so sein. Ich weiß nicht, wie das erklärt wurde. Das war auf jeden Fall ein Riesenskelett. Vielleicht war es auch einfach nur ein Dinosaurier, keine Ahnung. Nur ein Dinosaurier. Hat auf jeden Fall diese wahrscheinlich am Rücken. Wahrscheinlich war es schon Godzilla, der originale Godzilla aus dem 50er Film, der stirbt am Ende. Opfert er sich für die Menschheit? Oh. Nee, der wird einfach umgebracht. Also so ein Arschloch, Godzilla. Aber da könntest du dort. Also am Ende, der Kampf geht übrigens unentschieden aus. Am Ende schwimmt Godzilla einfach weg und
Keine Ahnung, da. Ich gehe jetzt. Dann sitzt die Kämpferin im Ach, Roboter come on. So auf der Schulter Bowser. Drauf und schaut es an. Keine Ahnung. Ja, sitzt so auf, war der Film. Sitzt auf der Schulter von King Kong. Das war wieder wie Evangelion. Ja. Fucking Bowser. Oh, es gibt einen Godzilla-Film von dem Evangelion-Macher. Wer ist da nochmal? Anno? Den kannst du dir angucken, Daniel. Nee, Anno ist ein Videospiel. Das ist Shin Godzilla. Ah, das ist von dem. Godzilla. Godzilla. Ich werde ihn jetzt einfach ignorieren, vielleicht geht er dann weg. Das ist einer meiner Lieblings-Szenen aus dem 90er Godzilla-Film, der erste, der in Amerika gemacht wurde. Da wird am Anfang auch halt so ein Boot von Godzilla angegriffen und es gibt einen Japaner, der überlebt das und der ist im Krankenhaus und es gibt da irgendwie so einen französischen Geheimdienst, der das untersucht. Und dann kommt dieser Typ, dieser Geheimagent, zu dem Japaner ins Krankenhaus und der liegt da halt wirklich mit posttraumatischer Störung und er hält ihm so ein Feuerzeug vors Gesicht und meint so, was hast du gesehen, alter Mann? Und dann meint er nur so, Godzilla, Godzilla. Ja, aber so wäre das nicht, ne? Ja, ich weiß halt bis heute nicht, was das Feuerzeug soll. Ist es irgendwie, triggert das wirklich was bei bestimmten traumatischen Ereignissen oder wollte er ihn irgendwie drohen, ihn anzuzünden? Ich hab's halt nie verstanden. Ich zünd dich jetzt an, so, Alter. Mann. Ich wollte an Godzilla annehmen, weil er auch aus dem Mund leuchtet. Oder so. Gar keinen Bock. Sich. So, hoffentlich ist er jetzt weg. Okay, dann. Das ist ja eine Ausführung, ich zeig sie dir später, Daniel. Nö, die Münzen nehme ich gerne in Kauf, das war gerade so nervig. Warum kann man Bowser nicht einfach weg? Als ob es jetzt direkt wieder stürmt. Was soll die Scheiße gerade? Warum kann Bowser nicht mal die Presse halten? Ist wie Godzilla. Aus dem Film, wie der Typ sagt, wir nennen ihn Godzilla. Dann man merkt man so, wie der Dub einfach gewechselt ist. Es gibt, glaube ich, in King of the Monsters, da gibt es irgendwo eine Szene, wo jemand meint, oh mein Gott, und dann sagt jemand danach Zilla. Das ist auch richtig dumm. Das ist cringe. Ja. Ja. Also, das ist ein cooler Cringe. Habt ihr es gelernt? Ich habe heute was mit Riesenmonstern scheinbar. Ja. Ich meine, ich bin ja voll bei dir. Es überrascht mich nur, woher das auf einmal kommt. Woher kommt dieses neue Interesse, Daniel? Vielleicht, hast du jetzt endlich auch mal eine Persönlichkeit abseits von Majora's Mask entwickelt? Da gibt's auch große Leute. Vielleicht, weil ich habe letztens wieder den einen Bosskampf von Luigi's Mansion 3 mir ein bisschen angeschaut, mit dem Godzilla halt. Und Godzilla? Ach so, ja. Ja, dieser Geist. Und warum kann ich die Forschung halt cool so. Ich will halt so einen Film irgendwie gucken. Gerade. Einfach wie so ein Riesenmonster so durch die Stadt läuft. Wir sind ziemlich nervig, kann ich dir gerade sagen, aus eigener Erfahrung. Ich habe gerade einen Katzenschein eingesammelt, der hätte gehen müssen. Ich finde es gut, dass Gengo und ich uns gerade so connecten und Raki einfach super angepisst ist. Ich bin auch angepisst. Normalerweise verschwindet er, wenn ich was einsammle, aber jetzt geht er natürlich nicht weg. Boah, vielleicht musst du ihn mit der Katzen... Ja, die Katzenglocke ist nicht aktiv. Kommt auch die ganze Zeit wieder, der kann seine scheiß Fresse nicht halten. Wie der echte Godzilla, der ist immer so, ich werde jetzt diese Stadt umbringen. Wie wär's, wenn du einfach mal chillen gehst, Alter, Wie wär's, wenn du auf den Meeresgrund gehst und deine Fresse hältst, Hätten wir alle ein besseres Leben, wenn Godzilla nicht dauernd auftauchen würde. Also Daniel, die Sache ist ja bei Kaiju-Filmen, kann man sagen, definitiv unterschiedliche Subgenres. Du hast manche, die nehmen sich selber ernst und sehen das wirklich als Bedrohung an. Und dann gibt's halt viele, wo, keine Ahnung, die Monster quasi nur Superhelden sind, die gegeneinander kämpfen. Was spricht dich da dann eher an? Ich würde beides mal sehen wollen. Auf jeden Fall. Hast du schon mal Pacific Rim gesehen? Das ist mit den Riesenrobotern, oder? Ja. Muss ich kurz sehen. Ich seh mir kurz mal Pacific Rim an. Ich guck's mir mal kurz an. Ich schau mal eben, ne? Wir haben ja Zeit. Nee, hab ich nicht. Okay, ich glaube, den würde ich am ehesten empfehlen. Ich glaub. So, das ist halt alles, was das Daniel Herz begehrt. Große Monster, große Roboter. Und die kämpfen gegeneinander. Alter.
Monsters und Aliens. Quasi. Sind aber ich würd, Aliens, ja. Ich würde sowas mal auch im Kino wieder. Was heißt wieder? Aber ich würde sowas mal im Kino gucken wollen. Ich glaube, ich sollte ja, mal. Gerade läuft der neueste Godzilla im Kino, also. Gut, denn? Godzilla X Kong läuft, glaube ich, noch, ja. Echt? Ich glaube, der ist schon längst wieder draußen. Ich meine nicht. Vielleicht bei dir. Zumindest vor ein paar Wochen noch. Also mir bekam es ja das Vergnügen zuteil, dass mein Kino exklusiv als eins der wenigen Godzilla Minus One gezeigt hat. Und das ist ein guter Godzilla-Film, Daniel. Also den solltest du sehen. Hängen die Filme eigentlich alle miteinander wirklich zusammen oder ist es so getrennt? Nur ein paar. Okay. Es gibt da verschiedene Ehren, in denen ja das passiert. Und keine Ahnung, kann man das vergleichen? Was ist denn? Keine Ahnung, es ist so, es gibt ja auch verschiedene Star Trek Shows und die haben dann natürlich miteinander zu tun, aber... Die spielen halt alle im selben Universum. Das weiß ich nicht mal, keine Ahnung. Godzilla musst du dir mehr wie so eine Popkulturfigur vorstellen, die halt alle theoretisch nutzen können für ihre eigenen Sachen. So wie Winnie Pooh oder so, keine Ahnung, ist Robin Hood oder Sherlock Holmes oder so. Die haben ja auch alle ihre eigene Kontinuität, aber verdammte Scheiße. Also genau so ist es eigentlich. Nee, der läuft noch im Kino, ich sehe es gerade. Also kann ich jetzt den neuen Film gucken, ohne dass ich einen Vorgänger gesehen habe. Also wenn du den jetzt im Kino meinst, der gehört halt zu diesem neuen Monsterverse, was Legendary aufgebaut hat, was seit 2014 halt läuft. Ja, da könnte man ein paar davor gucken, aber ich glaube, die sind tatsächlich auf Amazon Prime. Also, zumindest solltest du vielleicht... Ich glaube, du solltest Kong Skull Island gesehen haben. Und Godzilla vs. Kong mindestens. Ansonsten. Okay. So, Leute, da habt ihr es. Skull Island nicht gesehen. Oh, der ist gut. Ja, ich hab nur. Ist der Ära. War das der Peter Jackson-Film? Nee. Oder war das was ganz anderes? Okay. Das ist was ganz anderes. Es war eigentlich nur ein Film damit. Ja, wo sie halt King Kong nochmal benutzt haben, damit er halt gegen Godzilla dann kämpfen kann in dem Film danach. Achso. Oder in zwei danach, glaube ich. Dass er dann halt so groß wäre. Boah, der will nicht. Anscheinend verpisst er sich erst, wenn ich 50 Shines habe. Ich hasse es, wenn Godzilla auftaucht. Das sorgt immer für Turbulenzen. Ich hab das meiste Zeug davon aus auf Netflix. Ja, ich wünschte, ich hätte mal wieder Netflix. Aber dafür werde ich kein Geld ausgeben. Die unterstützt du nicht. Nee, darum geht's mir nicht. Erst wenn die eine neue Staffel Bridgerton machen. Ich hab halt leider schon genug Streamingdienste. Ich will jetzt nicht noch da reinbezahlen. Schon. Es ist traurig. Früher gab's alles auf einer Plattform fast. Ja. Geht er jetzt? Geh jetzt! Also ich hab 50, ich geh gleich rüber und klopp den einfach. Was ne Scheiße! Warum geht denn der nicht wieder? Was ich dir auf jeden Fall auch ans Herz legen würde, Daniel, ist Cloverfield. Ist immer noch nicht weg. Das ist ein Found-Footage Kaiju-Film, wo halt jemand das die ganze Zeit filmt, wie das Monster angreift. Oh, das klingt cool. Das ist Cloverfield. Ja. Ich dachte, da geht es um jemanden, der in einem Keller eingesperrt ist. Das ist dann Cloverfield Lane. Ah, okay. Hat das mit dem ersten Teil zu tun? Vage. Sehr vage. Ja. Jetzt wird angedeutet, dass es alles Aliens sind, aber... Ah, ich liebe es. Ja, stimmt. Das ist so ein J.J. Abrams-Film. Die deuten immer nur Dinge an. Genau. Ja. Erst ist wirklich Antworten auf Fragen zu geben, aber er liebt es, Fragen zu stellen. Vielleicht hätte er Reporter werden sollen und kein Filmemacher. Ich meine nur. Der erste Cloverfield war aber ziemlich cool, weil da haben die auch sehr viel ARG halt gemacht, also so alternatives Reality-Game, so wie in bei Blair Witch damals, wo die das als echt verkauft haben halt. Es gab bei Cloverfield auch so einen News-Ausschnitt, wo eine Ölbohrinsel halt kaputt gegangen ist und da wurde halt auch angedeutet, dass es das Monster war und sowas.
Das war dann halt einfach nur ein Nachrichten-Clip. Okay, Found Footage. Beim nächsten Mal kloppen wir Bowser, weil dem echt auf die Nerven geht. Das Footage ist verloren. Bowser ist bald verloren. Der ist bald Found Footage, wenn das so weitergeht hier. Dafür sorge ich.